Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zeige ich dir mal, wie ich mich entscheide, mit wie viel Nahtzugabe ich nähe und auch, was meine zwei Lieblingsvarianten sind, die Nahtzugabe dann anzuzeichnen und den Schnitt auf den Stoff zu übertragen. Viel Spaß dabei! Wenn ein Schnittmuster mit Nahtzugabe kommt, dann ist das ja in der Regel 1 cm. Aber je nach Stoffwahl und auch je nachdem, wie deine Maschine so ausgestattet ist, macht das gar nicht immer Sinn, den 1 cm zu nehmen. Denn manchmal wälzt sich der Stoff an der Seite und es macht einfach Sinn, ein bisschen mehr zu nehmen oder man kann auch ein bisschen weniger nehmen. Und das hängt eben genau von der Wahl des Stoffes ab, aber eben auch, was deine Nähmaschine so mitbringt. Und deshalb gucke ich mit dir jetzt mal auf die Stichplatte. Denn da gibt es ganz viele Informationen und die hast du bestimmt auch bei dir drauf. Grundsätzlich muss man ja mal sagen, dass genau deine Stichplatte ist beschriftet. Unten sind bei mir jetzt mal Inch und oben sind Zentimeter angegeben. Da gucken wir gleich nochmal drauf. Und der Stoff muss ja auf jeden Fall über diese Zähnchen drüber laufen, damit er eben gleichmäßig beim Nähen auch transportiert wird. Das heißt, deine minimale Nahtzugabe wäre immer Nähfüßchen breit. Das steht auch häufig mal in Schnittmustern drin. Und das ist eben deshalb so, damit der Stoff schön gleichmäßig transportiert wird. Das ist beim Nähen relativ praktisch, weil du eben die Stoffkante direkt am Nähfüßchen vorbeiziehen kannst und alles schön gleichmäßig ist. Und du musst natürlich vorher ausmessen, wie breit dein Füßchen ist. Du hast ja diese Kerbe meistens am Nähfuß und kannst eben dann sehen, wie viel Nahtzugabe du zuschneiden musst, damit das eben auf die Art und Weise ganz einfach passiert. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf meine Stichplatte. Und da unten ist die Inch-Angabe. Die ist jetzt für uns relativ uninteressant, ne, das da unten, weil wir ja nicht in Inch rechnen. Und oben wiederum siehst du bei mir die Zentimeter-Angabe. Und das ist auch die, die wahrscheinlich bei dir auf jeden Fall drauf sein wird. Und da siehst du schon, wenn ich mit 5 mm Nahtzugabe nähe, dann schaffe ich es noch nicht, über dem Zähnchen drüber zu sein. Bei mir sind es eben 0,7 cm, damit ich Nähfüßchen breit absteppen kann. Und der 1 cm, das sind eben die 10, also 10 mm, die sind auch angezeichnet. Und dann kann ich eben auch ganz einfach den Stoff entlang führen. Wie gesagt, das ist bei jeder Maschine ein bisschen anders. Und der 1 cm ist jetzt bei mir hier auch schon in der Hinsicht relativ praktisch, weil ich habe ja auch noch den etwas vergrößerten Anschiebetisch. Und bei dem ist es dann sogar so, dass dieser Strich unten weiter lang geht und ich eben wirklich den Stoff großzügig dran vorbeiziehen kann. Wenn du das nicht hast, kannst du dir das aber zum Beispiel mit einem Klebeband markieren und dann funktioniert das genauso einfach. Also nochmal, die minimale Nahtzugabe, die du anzeichnen musst, ist immer Nähfüßchen breit, damit deine Maschine gleichmäßig den Stoff transportiert, ne, über die zwei Zähnchen, die da unten drunter sind. Also, ne, das, wie gesagt, bei einem glatten Stoff wäre auch das schon super. Wenn er sich am Rand wellt, dann wirst du merken, das funktioniert nicht so gut oder auch bei sehr elastischen Stoffen. Dann ist es eben gut, wenn man ein bisschen mehr Nahtzugabe nimmt und dann eben auf 1 cm oder 1,5 cm geht. Du solltest aber auf jeden Fall immer deinen Nähfuß ausmessen und gucken, wie eben der Abstand von deiner Kerbe ist, ne? Also da, wo die Nadel lang näht und eben der Rand des Nähfüßchens ist. Das kann auch immer ein bisschen unterschiedlich sein von Nähfuß zu Nähfuß, ne? Weil es da keine Norm gibt. Wenn du aus diesem Nähfüßchen breite rausgehst und das Ganze mit mehr Nahtzugabe zuschneidest,
dann such dir eben irgendwie einen Orientierungspunkt an deiner Maschine. Bei mir wäre das jetzt hier wirklich perfekt, der eine Zentimeter. Manchmal sind es aber auch Inch-Angaben, sodass du eben dann auf 1,2 oder 1,4 Zentimeter kommst. Und das merkst du dir dann eben für das Anzeichnen später. Und damit das Ganze einfacher zu nähen ist, kannst du dir eben auch auf deiner Maschine und auf dem Anschiebetisch, falls du einen hast, eben den Abstand nochmal mit Klebeband markieren. Für das Anzeichnen oder Ausschneiden, besser gesagt, habe ich einen neuen Liebling und das ist Karl. Den siehst du hier. Und Karl ist mega praktisch, weil, das ist ja der Ur-Karl hier, die erste Variante, der hat da unten die Kerben drin und da kann man eben die Nahtzugabe einstellen. Dann klickt man das Ganze an seine Schere ran und dann kann man den so positionieren, wie man ihn haben möchte. Also, ne? Man sieht, das hält auch alles. Das ist so ein richtig fester Magnet da dran. Und dann kann man eben in einem Rutsch in seiner gewünschten Nahtzugabe ab 1 cm, also weniger geht nicht, eben sofort in einem Rutsch ausschneiden. Das ist wirklich mega praktisch. Das ist wie immer, ein bisschen Übung braucht man am Anfang, aber dann klappt das super. Und Karl hat einen Bruder bekommen, das ist Karlchen. Das ist jetzt die neuere Variante noch, oder neuer nicht, sondern ist eben konzipiert für alle, die gerne Rollschneider mögen. Denn da haben wir ja ein bisschen weniger Platz, ne? Und deshalb muss Karlchen eben auch ein Stückchen kürzer sein. Hält auch super und funktioniert auch genauso toll. Genau, also ich habe jetzt hier mal Karl angebastelt an meine Schere. Und das ist wirklich wahnsinnig praktisch und geht schnell und man spart sich eben den Vorgang des Anzeichnens. So, jetzt muss ich das hier wechseln, weil ich ja unten ne, die Nahtzugabe auf der anderen Seite brauche. Dann kann man das eben einfach umklappen und ja, kann dann ganz normal weiterschneiden. Und ich schneide eh immer mit so kleinen Schnitten nur. Das heißt, man kommt auch um diese Rundung wirklich sehr, sehr gut rum. Eben nur kleine Schnitte machen und dann kann man der Wölbung auch super folgen. Ich hätte hier vielleicht clevererweise das Schnittmuster mit Stecknadeln feststecken sollen. Aber naja. Ich habe ja jetzt den Luxus, dass ich beide habe, aber ich habe jetzt auch mal probiert, Karlchen. Du siehst, der Unterschied ist, Karl ist lang und gerade, Karlchen ist so ein bisschen gebogen. Aber Karlchen geht genauso super an eine Schere ran und, ich habe das jetzt hier noch festgesteckt, genau, und du kannst auch wunderbar mit Karlchen an der Schere arbeiten. Also, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich Karlchen nehmen, denn den kannst du am Rollschneider und an der Schere benutzen und das funktioniert eben hier auch an den Innenrundungen super. Und da brauchst du eh die kleine Variante. Ja, also deshalb so mein Geheimtipp. So, und den Zwickel von der Hose habe ich jetzt wieder mit ganz normaler Schneiderkreide angezeichnet. Und das mache ich dann immer gerne mit dem Handmaß. Denn da sind ja die kleinen Kerben drin. Und man kann da eben super mit seinem Zentimeter oder den 0,7 Zentimetern lang gehen, das Ganze markieren, den Strich ziehen und durch diese kleine Kerbe vorn funktioniert auch das relativ gut, wenn es in die Rundungen geht. Ne? Also dann immer kleine Striche machen und ja immer nur ein Stückchenweise anlegen und dann kommt man auch da gut um die Rundung rum. Und dann lässt sich das auch ganz einfach ausschneiden.
Also ich mag es ja sehr, wenn Schnittmuster ohne Nahtzugabe sind. Deswegen sind auch meine Schnitte ohne Nahtzugabe. Schon allein deshalb, weil dann das Anpassen eines Schnittmusters an deinen Körper eben auch viel einfacher geht. Da darf dann nämlich keine Nahtzugabe dran sein. Und ich muss das immer machen, ne? Also mein Oberkörper ist ein bisschen zu lang und meine Hüfte ist ein bisschen zu breit und die Beine zu kurz. Und, ne? Also für die Geschichten finde ich es ganz wichtig, dass eben keine Nahtzugabe dabei ist. Ja, ansonsten hoffe ich, dir hat das Video gefallen und wenn ja, dann lass bitte einen Daumen hoch da und abonniere gerne meinen Kanal und genau, bitte die Benachrichtigung einschalten, also die Glocke drücken und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!